Volker, guten Abend. Hallo. Guten Abend. Hallo. Ich möchte noch einmal zum Oscar gratulieren. Vielen Dank. Herzlichen Glückwunsch. Vielen Dank. Ja, toller Preis. Danke. Wo steht er denn? Der steht in meinem Studio. Ja? Ja. Hat er einen besonderen Platz? Nein, ich habe ja noch nicht so viele Preise. Also ich habe jetzt keine Vitrine, wo der Dampf rauskommt, sondern das ist einfach ein Ort, wo ich denke, ja, da kann man mal vorbeigehen. Und er wird wahrscheinlich auch immer mal wieder wechseln, weil ich weiß noch nicht so genau, was ich mit Pokalen oder mit Preisen so als Gegenständen machen soll. Ich merke natürlich, dass der ideelle Preis, der ist Wahnsinn. Also ist Wahnsinn, ne? Der ändert natürlich vieles für einen. Und ich glaube, das zählt irgendwie auch bei dem Ganzen, mehr als die Statue. Wie hat sich denn Ihr Leben verändert? Kann man das sagen? Bis jetzt eigentlich gar nicht. Und ich hoffe auch, dass sich, also es wird sich natürlich insofern verändern, sich vielleicht die Dinge, dass man einfach ein bisschen mehr Verantwortung bekommt, die man vorher vielleicht nicht hatte, oder eine gewisse Selbstverständlichkeit, obwohl ich mich als Mensch ja nicht geändert habe. Und ich versuche schon für mich so eine gewisse Normalität beizubehalten und vor allem auch, ich bin ja jemand, der nicht nur Filmmusik macht, sondern ich mache Platten, ich mache Musik für Podcasts, für Tanztheater, für Theaterstücke. Und ich würde schon sehr gerne diese Mischung beibehalten, um einfach, man muss zwischendurch sich auch mal erden. Also man kann nicht die ganze Zeit nur in diesem, ja, in so einem Whirlwind, also in so einem Wirbelsturm sein, wo immer wahnsinnig viel los ist. Und gleichzeitig ist es toll, wenn man das erlebt. Ja. Hinter jedem guten Künstler steht ja oft eine starke Frau. Bei Ihnen, glaube ich, auch. Absolut, absolut. Ich meine, ohne meine Frau würde das alles überhaupt nicht stattgefunden sein. Also ich meine, es geht ja auch darum, dass wir als Familie gemeinsam Dinge entscheiden. Und wenn sie für ihre Karriere unterwegs ist, muss ich ja auch zu Hause sein und kümmere mich dann um das, was wir gemeinsam leben. Ja? Und von daher ist das ein ganz wichtiger Bestandteil, dass da ein Verständnis dafür da ist. Und vor allem auch eine Möglichkeit, dass wir gegenseitig wachsen können. Weil wenn nur einer wächst, gibt es eine Schieflage und wir werden unglücklich. Und ich glaube, wir beide sind eigentlich in so einem sehr ausgeglichenen Modus, wo wir merken, das tut uns eigentlich sehr gut. Sie strahlen wahnsinnig viel Kraft aus und viel, viel Positives auch. Woher kommt das? Was treibt Sie an? Ich bin halt jemand, ich sehe das Leben eigentlich ein bisschen wie ein Suchen. Also wie ein Suchen nach Herausforderungen. Und das Leben ist für mich jetzt nicht so ein Status quo, den man irgendwann sich aufbaut und dann bleibt man da stehen, wo man ist, sondern ich bin der Meinung, man muss immer sich Herausforderungen suchen, die einen weiterbringen, also menschlich als auch beruflich. Und das bedeutet manchmal nicht, dass man sozusagen immer mehr Geld verdient, sondern das bedeutet eigentlich eher, dass man überlegt, was sind eigentlich die Dinge, die ich gerne mache und warum und zu welchem Zeitpunkt. Und ich glaube, das ist eigentlich das, was ich gelernt habe in den letzten Jahren, Momente zu finden, wo ich mich als Volker fühle und nicht als irgendjemand, wo Erwartungen darauf projiziert werden. Wenn Sie wüssten, Sie hätten nur noch wenige Monate zu leben, was würden Sie tun? Ich würde leben. Ja, das heißt, ich würde versuchen, Dinge zu tun, die ich gerne mache. Ich würde Musik machen, ich würde Konzerte geben, ich würde eigentlich so leben, wie ich jetzt lebe, weil ich glaube, mein Leben ist so, dass ich jederzeit sagen könnte, es war gut so. Das ist sehr schön.